Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der 100 Baby Challenge und ich habe zwei Sachen zu sagen. Einmal, dass sie kommt an einem Montag und nicht an einem Samstag. Das ist halt einfach nur, weil ich halt auf der Dokumi bin und das halt für mich ein bisschen besser passte. Also macht euch keine Gedanken. Jetzt wird das halt alles wieder normal weitergehen. Und zweitens, ich habe jetzt einen Tag gespielt, ohne aufgenommen zu haben, weil es irgendwie nicht aufgenommen hat, obwohl ich das eigentlich wollte. Macht euch aber keine Sorgen, es ist jetzt nichts passiert. Also die Kleinkinder haben ein paar Fähigkeiten erworben, sind aber alle noch nicht irgendwie gealtert worden oder sowas, weil es halt noch nicht dazu kam. Die Kinder haben alle keine Note irgendwie höher gemacht. Sie hat halt, glaube ich, sie hat ein Buch geschrieben und ich habe hier nach Sommerdeko gewühlt. Dadurch haben wir jetzt hier diese Gießkanne hier stehen und haben den Rest halt verkauft und dadurch haben wir jetzt gerade so viel Geld. Mehr ist auch schon gar nicht passiert. Es tut mir leid, ich wollte es nicht, okay? Aber vielleicht kommen wir jetzt dadurch noch mal ein bisschen weiter. Ach, und ich habe diese Kiste hier gekauft. Gerade eben noch, weil wir halt so viel Geld hatten. Weil ich dachte mir, das ist halt immer ganz schön mit der Kiste, keine Ahnung. Dass sie sich halt immer dann freuen können. So, ich schalte mir mal kurz aus, wegen den Rechnungen. Sie könnte vielleicht Einserschülerin werden, das heißt, vielleicht können wir sie dann altern lassen. Das wäre sehr cool. So als neuen Teenager. Also jeden Tag steht man auf und dann geht direkt erstmal was kaputt. Wow. Einfach nur wow. Das gibt aber auch wieder 30. Das ist schon okay so. Die beiden können halt auch fast schon gealtert sein werden. Und das Problem ist dabei halt, dass wir dann halt die beiden Betten wahrscheinlich vorübergehend entweder verkaufen oder halt in unser Inventar packen und dann hier zwei Betten für die beiden Kinder dann halt hinstellen. Weil da passt definitiv nichts mehr rein. Wir sind nämlich gerade voll. Der Sommer ist fast vorbei und ich bin sehr, sehr glücklich damit. Weil dann wenigstens nicht mehr so viel Gewitter kommt, weil das schon sehr, sehr nervig. Ihren nächsten Baby Daddy hätte ich einmal angerufen kurz, weil nicht, dass wir den entweder vergessen oder irgendwie der aus unseren Kontakten hier bringt. Ja. Oh, willst du mich verarschen? Ist doch nicht dein Ernst. Wir kriegen mittlerweile 500 für unsere Bücher und ich bin sehr, sehr zufrieden damit. Yeah! Yeah! Sie hat was vollendet. Nice! Weil sie hat das Buch zu Ende. Und verkaufen wir das mal kurz. Sie hat ganz viele Punkte bekommen, aber es reicht ganz knapp noch nicht für das Fruchtbarmerkmal. Aber 10 Bücher veröffentlichen kriegen wir hier. 5 ausgezeichnete Bücher kriegen wir bestimmt in der Zeit auch hin. Nice. Oh, wir haben jetzt 3000. Okay. Einmal kurz fruchtbar. So, wir haben dann zwar nur noch 0, aber ja, wir sparen jetzt halt das nächste Mal auch so Sachen wie für immer satt oder für immer frisch oder niemals erschöpft. Was halt auch so Sachen sind, also was gut ist, wäre betörend, unglaublich freundlich. Kreative Visionärin wäre für uns jetzt halt gut mit unseren Büchern theoretisch. Genügsam und so natürlich auch. Also es ist halt relativ viel gut. Was halt für uns auch gut wäre, ist halt auf jeden Fall, einen Moment, sorglos. Niemals angespannt, das heißt, uns würde halt Spaß nicht daran hindern, ein Buch zu schreiben. So, ja. Die muss jetzt erstmal halt sowieso wieder an neue Punkte kommen, aber gute Noten. Nice. Wir haben ein paar gute Noten bekommen. So, wir haben eine Einser-Schülerin. Die anderen sind alle auf Level 2 hochgestiegen, das ist gut. Ist der Kuchen noch okay? Der Kuchen existiert noch, super. Dann bitte einmal sich etwas wünschen. Los geht's, meine Liebe. Ich lasse die kleinen Kinder auch noch altern heute, deswegen machen wir dann wieder das Makeover gemeinsam. Mit allen dann. Das heißt, sie muss erstmal wahrscheinlich ein bisschen hässlich rumlaufen. Aber das akzeptieren wir jetzt einfach mal. Huch. Okay, der Randomizer, of course. Okay, wir kriegen World Famous Celebrity und Düster. Oh Gott, okay. Das passt jetzt leider halt nicht so gut zusammen, aber wir akzeptieren das jetzt einfach mal. Und Düster. Bitte einmal, bitte, bitte, nein, nicht Tür stecken, bitte einmal, Geburtstagskerzen. Ihr Outfit geht sogar, ich akzeptiere das jetzt einfach mal so. So, das kommt weg. Kannst du also sogar machen. Direkte. Sie hat auch sofort Level 3, deswegen hole ich den Kuchen schon mal raus. Jupp.
There you go. So, dann kannst du mal kurz bitte aufhören. Warte, welches Kind wird älter? Sie, oder? Sie muss zuerst. Okay. Helfen, Kerzen auszubladen für Dina. Okay. Geburtstagskerzen bitte. Okay, was kriegen wir denn für sie? Sie kriegt einen Schmetterling und gut. Gut. Ja. Oh, sie sieht süß aus. Ja, wie lange? Der bleibt ja haltbar. Passt schon. So, weil sie müsste jetzt halt auch bald soweit sein. Ihr fehlt ihr nur noch ganz bisschen in zwei Fähigkeiten, deswegen. Das schafft die schon noch heute. So, jetzt muss sie nur noch mit ihrem Püppchen spielen. Komm, komm, komm rüber. Girl, nein, du gehst nicht schlafen. Geh zu deinem Püppchen, dann kannst du nämlich heute noch gealtert werden. Es wäre eine Überlegung wert. Sie hat's! Sie hat es! Bitte einmal Helfenkerzen auszublasen. Dann ist mein Leben ein bisschen einfacher. Ja! Okay, los geht's. Sie bekommt die Bauklötze und Perfektionist. Okay. Da. Okay. Oh Gott. Okay, dann lasse ich ihre Haare einfach, weil eigentlich bin ich nicht so Fan davon, aber wir bleiben jetzt einfach dabei. Und ich muss das Zimmer, glaube ich, ein bisschen umstellen, weil ich glaube, die Betten passen da dann so nicht rein. Die packe ich jetzt in mein Inventar. Okay. Gut, dann kann jetzt jeder auf jeden Fall schlafen. Das ist sehr, sehr schön. Okay, wir können jetzt übrigens in den Creator Sim gehen. Habe ich schon wieder fast vergessen. So, ja. Damit die halt ein paar angenehme Outfits haben. Fangen wir mit ihr an. Also ich finde ihr Oberteil eigentlich ganz so... Was haben die eigentlich alle für eine krasse Oberweite, ey? Was geht denn bei denen? Ich möchte aber bitte eine andere Hose haben, weil die finde ich irgendwie nicht so toll. Wie wär's denn mit sowas? Ich finde ihre Frisur auch süß. Oh, sie trägt sogar Make-up. Ich finde, sie sieht eigentlich cute aus. Sportoutfit, so, also so Sport machen würde ich jetzt halt nicht. Keine Ahnung, zieh einfach einen Crop Top an. Sowas. Das würde ich nicht tragen dabei. Sportschuhe? Wie wär's? Zum Schlafen? Nein, das ziehst du nicht zum Schlafen an, Girl. Definitiv nicht. Du kannst meinetwegen einen Sport-BH tragen und einfach die dazu, so. Finde ich sehr angenehm zum Schlafen. Das machen wir so und dazu, keine Ahnung. Was würde man denn dazu tragen? Vielleicht sowas. Das würde ich so jetzt auch nicht tragen. Ich nehme einfach sowas hier. Und dann sowas. Ich mag die Hose halt gar nicht, ne? Dann ziehe ich einfach diese Hose hier dazu an. Und dann, ich denke, das geht so. Vielleicht ist das ja ihr Style. Das ist mir zu dick. Also, weiß ich nicht. Das passt nicht so zu ihr. Der hier und dann darunter einfach eine Leggings. Und die Schuhe finde ich eigentlich dazu gut. Nice, dann haben wir sie auch schon fertig. Dann das erste Kiddo. Ich finde das Oberteil sehr süß. Also sie hat auch Sommersprossen. Süßi. Das machen wir so. Oh mein Gott. Ich meine, das ist ja eigentlich egal, aber oh, mich nervt das voll. Und auch das geht gar nicht. Besser. Sieht zwar vielleicht auch ein bisschen wir aus, aber ich denke, das ist, was halt so Kinder sich aussuchen würden. Ich finde die Hose voll geil. Würde ich auch tragen. Nehmen wir so. Sieht süß aus, ey. Sieht sowieso ein Cutie, ey. Dann kann sie den hier tragen. Das kann man schon fast so lassen. Ich würde halt nur eher zu sowas raten. Oh, die Jacke kannst du gerne tragen, wenn du das willst. Das ist eigentlich auch okay. Wir sollten nur... Die sind okay. Nice. Ja, Eva, du bleibst jetzt einfach bei diesen Haaren. Das könnte ja auch einfach nur eine Phase sein. Wahrscheinlich kriegt sie als Teenager sowieso wieder ganz andere Haare. Deswegen, akzeptiere ich diese Phase jetzt einfach. Kann sie so tragen? Das nicht. Das will ich halt nicht zum Sport so tragen. Das ist halt immer so... Ich habe irgendwie so wenig, was man halt wirklich so zum Sport tragen würde. Und das ist halt so ein bisschen so... Ich finde, sie trägt den hier zum Schlafen. Weil den... Der ist so süß. Ich liebe den, ey. Das finde ich ist auch ein cooles Outfit. Ich finde die gelbe Hose sogar dazu sehr nice. Aber ich finde die Schuhe dazu ist nicht so der Burner. Damit gehst du auch nicht schwimmen. Zieh doch einfach mal was mit Pünktchen an. Das Kleid ist ja mal richtig süß. Ist das vom Spiel oder Custom Content? Ist vom Spiel. Süß. Dann bin ich dafür. Und meinetwegen kannst du eine Mütze tragen, ja. Aber in schwarz. Und du trägst vielleicht eine andere Jacke oder sogar so einen Pulli. Habe ich High-Waist-Hosen für Kinder? Ja, habe ich. Nice. Dann kannst du ruhig so gehen. Sie sieht richtig süß aus. Und mit der Mütze bin ich auch echt Fan von den Haaren. Deswegen würde ich sagen, kriegt sie einfach auch im Alltag einfach eine Mütze. Vielleicht sowas. Oder auch nicht. So, nehmen einfach die. Die finde ich so cool. Ich finde, das sieht schön aus. Kann sie auf jeden Fall so tragen. Das gefällt mir. Okay,
Dann geht's weiter im Spiel. Das muss also auch wieder repariert werden, nur weil sie sich da dran gesetzt hat. Was ist denn mit dir? Alles geht kaputt. Ich hasse es. Wow, übertreib's doch nicht. Wir einfach alle nur dancen und ich liebe es einfach. Aber das Ding ist halt, dass sie ja ihre Fähigkeiten hochbringen müssen und das natürlich am einfachsten jetzt so zu machen. Und die kriegen dadurch Spaß und alles. Deswegen, ja, Wochenende ist gut genutzt, würde ich mal sagen. 650, krass, ey. Ich bin sehr zufrieden damit. Ihr neues Buch macht sie dann auch bald weiter und das ist dann ja auch neu. Dann kriegen wir noch mehr Geld und dann schreiben wir wahrscheinlich noch mehr Bücher und noch mehr und noch mehr und noch mehr. Ich werde einfach sehr viel Geld damit machen können. Das finde ich sehr gut. So können wir uns auch schneller ein neues Haus leisten, weil, beziehungsweise wir wollen ja halt ein neues Grundstück dann nehmen. An sich habe ich kein Problem gerade mit dem Haus, also es geht halt voll. Aber, geht natürlich immer besser. Wir suchen jetzt nochmal nach Deko. Denn dann können wir vielleicht nochmal was verkaufen oder vielleicht halt wirklich was als Deko nutzen. Oh, da ist unsere Deko. Also, den Pott hier möchte ich auf jeden Fall behalten. Der sieht nämlich ja sehr, sehr schön aus. So, für den T-Shirt. Ich möchte ihn sehr mittig haben. So, den finde ich so schöner. Nice. Das hier kann man da... Achso, das ist ja eine Gießkanne, die kann weg. Und das Schwein möchte ich auch nicht haben. Yay, wir haben Blümchen. Es sieht immer wohnlicher aus. Also, es geht halt, ne? Am letzten Tag ist einfach nochmal, also am letzten Sommertag ist nochmal richtig heiß. Ups. Muss mal kurz auf Klo gehen, girl. Das Spiel glitscht langsam ein bisschen, weil ich schon ein bisschen was spiele. Deswegen würde ich sagen, beenden wir hier jetzt einfach den Part. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich werde den Tag hier noch zu Ende spielen. Das heißt, wir sehen uns an einem Sonntag wieder im Spiel. Wir sehen uns aber im echten Leben am Samstag wieder. So wie immer. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und tschüss!